Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ihr schaut echt gut aus. Ihr könnt gern mal eurem Nachbarn oder nach hinten um den Menschen um euch herum auch nochmal guten Morgen, Hallo sagen. Wenn ihr immer am selben Platz sitzt, kennt ihr euch ja. Ansonsten könnt ihr euch nur vorstellen. Super. Okay, ich hoffe, ihr habt die letzte Predigtreihe gut verdaut und habt viel mitgenommen. Wir starten jetzt in die neue, Eber hat es schon gesagt, I love my church. Vier Teile zum diesem Thema I love my church und heute, weil sie für andere existiert. Eber hat es schon ein bisschen erklärt, um was es geht. Ich wollte es auch nochmal machen, weil ich hatte nämlich vor kurzem eine Schulung durch einen Rechtsanwalt. Und Juristen, die müssen immer alle Begriffe ganz genau definieren oder auslegen. Also sie schreiben dann Bücher drüber, was bedeutet es, Mensch zu sein oder so. Claudia, du kennst das, glaube ich, genau. Und deswegen dachte ich, es ist auch wichtig, die Sache zu definieren. Eva hat schon gesagt, my church, es geht heute um unsere Gemeinde. Es geht nicht um den weltweiten Leib Christi und es geht nicht um unsere United Methodist Church, in der wir als Kirche Mitglied sind. Wobei das auch ganz cool ist, weil die Methodisten, der Weltrat, die ganzen Methodisten auf der Welt ist die größte evangelische Konfession. Also wir gehören zu den größten, naja, egal. Okay, aber es geht heute um unsere Gemeinde hier, I love my church. Und ich muss ehrlich sagen, ich liebe meine Gemeinde. Weil, und da gibt es viel, viel mehr als nur vier Sonntage drüber zu machen, weil ich es einfach genial finde, mit so tollen Menschen wie euch unterwegs zu sein. Weil ich es klasse finde, was Gott in seiner Geschichte schon mit dieser Gemeinde alles gemacht hat und was er noch vorhat. Weil wir tolles Team haben, tolle Leiter, ein tolles Gebäude natürlich. Weil wir uns immer wieder verändern, weil hier wirklich Menschen auch zu Jesus finden und wachsen, weil wir eine geniale Arbeit haben mit Kids und Teens und Jugendlichen und weil wir zusammen in den Gottesdiensten Gott feiern und Gott groß machen. Und wenn ich das alles so sage, dann geht es mir nicht hier um ein bisschen Selbstbeweihräucherung und was für toll, wie toll wir alle sind, sondern es geht wirklich darum, weil ich es echt liebe. Und ich wünsche mir, dass es ganz viele von euch auch sagen können, dass ihr diese Gemeinde liebt, weil es ist echt wichtig, wie Eberhard es schon gesagt hat, dass wir unsere Gemeinde lieben und sagen, okay, ich bin hier mit ganzem Herzen dabei. Ja, und heute geht es auch darum, weil diese Gemeinde für andere existiert. Und dann nochmal eine kleine Definition. Also wenn du heute zum ersten Mal da bist oder noch nicht so lange dabei bist oder kurz dabei bist, dann darfst du dich gern heute zu den anderen zählen, für die diese Gemeinde existiert. Alle anderen Mitglieder, Mitarbeiter, Freunde, die sind die Gemeinde. Also ihr dürft euch heute nicht rausnehmen, sondern ihr seid die Gemeinde. Und diese Gemeinde existiert für andere. Ich weiß nicht, was der Satz so bei dir auslöst. Ich kann mir vorstellen, dass er manchmal vielleicht so ein bisschen auf Ablehnung stößt. Vielleicht ist der eine oder andere auch deswegen daheim geblieben. Schön, dass du trotzdem dir das jetzt anhörst. Meine Gemeinde existiert für andere und was ist mit mir eigentlich? Es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum Menschen in den Gottesdienst kommen oder in eine Gemeinde gehen. Also manche Menschen kommen in den Gottesdienst, weil sie die Erwartung haben, sie müssen geistlich ernährt werden. Ich muss jetzt gestärkt werden für die Woche. Das ist der Tag, an dem ich intensivst meine Gottesbeziehung lebe. Und ich bin gespannt auf eine unterhaltsame, knackige Predigt, die mich vielleicht nicht so sehr herausfordert, aber wo ich was mitnehmen kann, wo mich Gott berührt. Und ich bräuchte am liebsten zwei Worship-Blöcke. Und es gibt natürlich auch Menschen, die kommen hierher oder in eine Gemeinde, weil sie Beziehungen pflegen, weil sie vielleicht sogar einen Partner suchen. Und während der Predigt muss man sich erstmal umschauen, wer ist denn so alles da, mit wem kann ich denn heute noch kontakten und hoffentlich geht die schnell rum, die Predigt. Und natürlich sitze ich dann hinterher mit genau denselben Leuten beim Cappuccino, mit denen ich immer zusammensitze, weil ich ja meine Beziehungen pflegen muss. Ist ja auch praktisch, wenn ich das alles am Sonntag abhandeln kann, habe ich unter der Woche mehr Zeit für mich. Oder es gibt die Leute, die sagen, ich bin hier in der Gemeinde, weil ich hier endlich mal mein tolles Hobby ausleben kann. Ich kann endlich mal mit einer ordentlichen Technik arbeiten oder weil ich hier
genial mit genialen Leuten Musik machen kann. Das ist einfach mein Fable. Oder endlich habe ich mal eine tolle Werkstatt und das ganze teure Werkzeug für mein Fahrrad. Also so eine Art Selbstverwirklichung. Also ich habe es jetzt ein bisschen überspitzt und ich hoffe, es fühlt sich jetzt niemand auf den Fuß getreten. Und grundsätzlich sind das eigentlich auch Punkte, die eine Gemeinde ausmachen, wo wir natürlich auch das geben wollen. Wir wollen eine Gemeinde sein, in der man am Sonntag auftanken kann, in der man wachsen kann, in der man aber auch unter der Woche seinen Glauben ausleben kann und wachsen kann. Schwierig ist halt nur, wenn das der einzige Grund ist, warum man in die Gemeinde kommt. Wir wollen als Gemeinde eine Familie sein und du sollst hier Beziehungen finden und Freundschaften und untereinander uns mögen und wirklich eine Einheit sein, eine richtige christliche Familie. Aber wir sollen auch offen für die anderen sein, die da sind und nicht nur mit deiner eigenen Clique rumhängen in deiner Gruppe. Und wir dürfen unsere Begabungen hier auf die Bühne bringen. Wir dürfen sagen, ja, ich mache Musik, ich möchte gern bei den Kindern mitarbeiten oder sonst was, weil das einfach meine Begabung ist. Aber die Frage ist dann, welche Motivation nur dahinter steht. Und ich glaube, ihr habt das alles schon gut im Griff. Ich habe den Klicke vergessen. Ja, der Satz. Und wenn wir uns mal Jesus anschauen, der war ja mit seinen Jüngern unterwegs, mit seinen 12. Und die hatten ähnliche Befindnisse, sage ich mal. Mit Petrus, Jakobus, oh, wo habe ich den Fehler? Finde den Fehler. Gut, dann kommt dieses Bild nicht. Okay, aber mit Petrus und Jakobus und Johannes war er, das macht jetzt alles kaputt. Entschuldigung. Können wir nochmal zurückschalten. Also, Jesus war mit Petrus und Johannes und Jakobus unterwegs, sozusagen auf einer Bergtour. Und oben angekommen erschienen den dreien dann Mose und Elia. Im Christentum nennt man das die Verklärung Christi. Also, bei mir in der Bibel war das auch überschrieben mit der Himmel auf Erden. Und die Jünger, die fanden, haben sich so wohl gefühlt in dieser Herrlichkeit und mit diesen wichtigen Personen im jüdischen Glauben, mit Mose und Elia jetzt hier zu vereint zu sein und die reden mit Jesus, dass sie gesagt haben, Jesus, am besten lass uns hier bleiben, wir bauen für jeden von euch eine Hütte und dann bleiben wir hier in dieser Herrlichkeit für immer. Und dann kam aber Gottes Stimme und hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn und auf ihn sollt ihr hören. Und Jesus macht sich an den Abstieg vom Berg. Und beim Lesen dieser Geschichte hat mich das so ein bisschen an unsere Gemeindegeschichte erinnert. In den Anfängen unserer Gemeinde, jetzt kommt das Bild, waren wir ja ungefähr zu 20, zu 30 in den Mater Maria draußen am Stadtrand. Zuerst waren wir in der Bibliothek. Dann mit etwa 70 Leuten im Gemeindesaal nebendran, ein bisschen größer. Und dann irgendwann mal in dieser schönen sakralen Kirche mit der tollen Betonwand. Da waren wir einfach mehr. Und wir haben uns dann überlegt in der Gemeindeleitung, was ist denn der nächste Schritt? Ihr müsst euch vorstellen, wir mussten jeden Sonntag die Anlage aufbauen, also diese Leinwand, das Schlagzeug stand, aber die Proben, die Musiker mussten 30 Minuten vorher, erst konnten sie rein, weil der andere Gottesdienst lief, dann haben wir kurz Soundcheck gemacht, dann mussten wir nachher wieder alles abbauen. Die öffentliche Anbindung war einfach nicht der Hit da draußen und um uns herum waren irgendwie mehr Bäume als Menschen. Und irgendwann haben wir dann nach vielen Diskussionen und Prüfungen und Gebet festgestellt, dass wir gesagt haben, Gott zeigt uns, wir müssen da weg. Wir müssen weg aus diesem frommen Raum, sage ich mal. Wir müssen hin mehr zu den Menschen. Und es gab natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, wenn man so eine große Veränderung macht, ein bisschen Unruhe und Diskussionen. Warum? Hier ist es doch ganz nett.
Wir müssen nur ein bisschen Miete zahlen, hinterher wird geputzt für uns. Es ist doch ganz schön hier in der weltlichen Umgebung, also in der Waldumgebung, meinte ich jetzt. Und es ist wirklich, lass uns doch lieber hier bleiben und diesen Aufwand, diese finanziellen Mittel scheuen, lass uns lieber hier bleiben. Ich komme nochmal zurück auf Jesus, der ist ganz klar seinem Ziel entgegengegangen, weil sein Ziel war eben runter von dem Berg und auf nach Jerusalem. Denn er hat einfach seinen Auftrag vor Augen. Und auf dem Weg dorthin hat er diesen Auftrag seinen Jüngern erklärt und hat gesagt, ich werde dorthin gehen und ich werde leiden müssen und ich werde angeklagt werden und ich werde ans Kreuz genagelt und ich werde sterben. Und Petrus hat ihn versucht aufzuhalten und gesagt, Meister, das darf niemals passieren. Und Jesus hat ihn mit relativ schroffen Worten dann zurechtgewiesen, weil er seinen Auftrag im Blick hatte. Als wir uns in der Gemeinde überlegt haben, dass wir weg wollen, raus wollen oder zu den Menschen wollen, ist dann auch dieses Bild entstanden, dass wir eine Gemeinde sind, die aufs offene Meer hinaus. Wir sind eine offene, da kommt der Berg, super. Genau. Wir sind eine Gemeinde, die aufs offene Meer hinaus geht. Wir haben einen genialen Hafen, aber unser Hauptjob als Gemeinde ist es, draußen bei den Menschen zu sein. Wir haben einen Hafen, in dem du, der eine ganz große Bedeutung hat, weil hier wachsen wir, hier können wir Beziehungen bauen, wir können im Glauben wachsen, wir können auftanken und das ist wirklich wichtig. In dem Hafen gibt es verschiedene Gebäude, sage ich jetzt mal. Es gibt die Werft, wo du dein Schiff wieder reparieren lassen kannst oder wo du dein Schiff bauen kannst für die Ausfahrten. Es gibt einen Handelskontor, wo du deine Reserven für dein Schiff wieder auffüllst, den Sprit holst vielleicht für deinen Seenotkreuzer. Und es gibt eine Kneipe, wo du deine Beziehungen pflegst. Und dieser Hafen ist wirklich wichtig. Aber er ist nicht wichtig für uns allein, sondern er ist dazu wichtig, dass wir rausfahren aufs offene Meer, um für die Menschen dort zu sein. Bei dem Bild sieht man es nicht so gut, aber wenn ihr euch einen Rettungskreuzer vorstellt, steht auf dem SAR drauf. Das heißt Search and Rescue. Rausgehen, suchen und reinholen als zum Retten. Und wir haben uns dieses Jahr eine neue Vision gefunden. Und wenn wir uns die mal anschauen, dann spiegelt sich das auch ungefähr wieder oder spiegelt sich das eigentlich wieder in dieser Vision. Wir fahren raus aufs offene Meer, damit Menschen durch uns Jesus kennenlernen, damit sie einen Heimathafen finden, wo sie auftanken können, wo sie stark werden, wo sie dazugehören können und wachsen können, um dann auf dem nächsten Rettungsnotkreuzer anzuheuern, um wieder rauszufahren. Und natürlich gibt es in diesem Prozess gibt es Phasen, wo es einfach mehr um dich geht, wo du mehr im Mittelpunkt stehst und mehr im Hafen sein musst. Du musst mehr in der Werft sein, um deinem Schiff zu bauen. Oder du baust gerade ein Schiff, weil du eine Familie gegründet hast. Oder du musst mehr in einer Kleingruppe dich stark werden in dem Hafen. Oder du musst gerade Beziehungen pflegen. Aber der Blick muss dann irgendwann wegkommen, weil wenn du nur 12 Jahre im Hafen bleibst, dann verpasst du irgendwo dein Ziel, deinen Auftrag. Und du schrammst einfach an deiner Berufung vorbei, die Gott für dich vorgesehen hat. Unsere Berufung ist nicht, im Hafen zu bleiben, weder als Einzelne noch als Gemeinde, sondern rauszugehen. Ja, warum eigentlich? 2 Gründe möchte ich euch kurz zeigen, warum es wichtig ist, dass wir rausgehen. Das eine ist, liebe deinen Nächsten. Das Gebot der Nächstenliebe. Jesus wurde einmal gefragt von den Pharisäern, Meister, was ist denn das wichtigste Gebot? Und Jesus hat geantwortet, Matthäus, Evangelium,
Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte Gebot. Ein zweites ist aber ebenso wichtig wie das größte. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Und in diesen beiden Geboten, sagt Jesus, ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordert. Du sollst deinen Gott lieben mit ganzem Herzen und ganzem Verstand und deinen Menschen, deine Mitmenschen. Und wenn uns das bewusst ist, dann ist es eigentlich auch klar, dass ich zum Beispiel, eigentlich brauche ich keine 10 Gebote mehr, wenn ich diese zwei Sachen vor Augen habe, weil Menschen, die ich liebe, denen tue ich einfach nichts Schlechtes an. Und wir Christen haben ja irgendwie, der Begriff christliche Nächstenliebe, das ist ja ein Wert, den wir praktisch gepachtet haben oder erfunden haben. Und er gehört auch zu unserem christlichen Abendland, wie man so schön sagt. Allerdings habe ich momentan eher das Bedenken, dass dieser Wert sehr stark in Vergessenheit gerät, weil es macht sich vielmehr ein Egoismus breit, in dem es nur darum geht, meinen Status zu sichern und mein Ding zu sichern und meinen Status zu verbessern. Da werden Mauern gebaut und Zäune gebaut, um Menschen rauszusperren, abzuhalten. Andere Menschen werden aus der Deckung der Anonymität beschimpft und mit Hasstriaden überzogen und Verachtung ausgestrahlt. Oder man steigt beim Geldabheben über einem sterbenden Rentner, wie das vor 2 Wochen passiert ist. 3 Leute holen ihr Geld und der liegt da und stirbt und erst der 4. schafft es, den Notruf zu rufen. Und wenn du dann mit Nächstenliebe irgendwo hier in diesen Bereichen, in dem Internet oder wo auch immer, wenn du dann argumentierst und sagst, wir müssten doch diese Nächstenliebe viel mehr fördern, dann heißt es, du sollst dich erstmal um den Obdachlosen in deinem Land kümmern, das ist doch dein Nächster. Und Jesus ging es da bei den Pharisäern auch nicht anders. Der wurde dann nämlich auch gefragt, weil die Pharisäer waren auch so Juristen, die mussten es auch erstmal definieren. Sag mir doch mal, was ist denn mein Nächster? Wer soll das denn sein? Und dann erzählt Jesus die Geschichte von dem barmherzigen Samariter, die ihr, denke ich, alle kennt. Wo der ausgeraubt wird, niedergeschlagen wird, am Wegrand liegt und der Priester läuft vorbei und hat seinen Grund, warum er ihm nicht hilft. Und der Tempeldiener läuft vorbei und hat seinen Grund, warum er nicht hilft. Und erst der Samariter, der eigentlich gar nicht zu den Juden gehört, der eigentlich eher verachtet war, die das Volk stammweise anders geglaubt haben, erst der packt an und hilft und zahlt auch noch dafür. Vielleicht würde das Gleichnis heute so gehen: Am Straßenrand liegt ein arabisch aussehender Mann, verletzt. Als erstes kommt ein christlicher Politiker vorbei und denkt sich, wenn ich dem jetzt helfe, dann kommen bestimmt noch mehr, für die muss ich auch noch bezahlen und unser ganzes Sozialsystem geht kaputt. Und als nächstes läuft ein besorgter Bürger vorbei und sagt sich, wenn ich dem jetzt helfe, dann kommen noch mehr und meine ganze abendländische Identität wird dann überschwemmt und verändert und der verändert mich dann. Und zum ganzen Schluss kommt so ein naiver Gutmensch vorbei und er hilft ihm dann. Eigentlich schlimm genug, dass Gutmensch allein schon ein Schimpfwort geworden ist für Menschen, die sich für andere einsetzen, die sich für andere engagieren und auch sogar Christen finden das schlecht und beschimpfen andere Menschen als Gutmenschen. Aber mit dem Gebot der Nächstenliebe fordert Jesus uns doch auf, Gutmenschen zu sein. Und wenn wir sein Leben und sein Wirken anschauen, dann ist doch er der größte Gutmensch gewesen. Er hat geheilt und geholfen und er hat vergeben und die Leute auf den Weg gebracht. Und zum Schluss ist er einfach hat sein ganzes Leben dafür gegeben, allein nur dafür, dass die Menschen wieder die Chance haben, eine Beziehung zu Gott zu bekommen. Liebe Gott und dann den Nächsten. Wenn ich das als Gemeinde im Blick habe und ernst nehme, dann kann ich gar nicht anders, als für andere zu existieren.
Der zweite Punkt ist, 99 sind zu wenig. Jesus ist nicht auf die Welt gekommen, um uns zu erzählen, dass wir nur an zwei Gebote uns halten müssen, das Ganze auf ein Minimum zu reduzieren oder einen gutmenschlichen Lebensstil an den Tag zu legen. Der Grund, warum Jesus gekommen ist, ist, weil Gott noch so viele Menschen vermisst. Gott vermisst noch ganz, ganz viele Menschen. Gottes Absicht ist es, mit jedem einzelnen dieser Menschen in eine geniale, lebendige Beziehung mit ihm zu leben. In eine Beziehung, in der wir absolut bedingungslos geliebt werden und in der unsere Einzigartigkeit, in der uns Gott geschaffen hat, unsere Einzigartigkeit und Persönlichkeit aufblühen kann, so wie Gott sich das vorgestellt hat. Diese Sehnsucht, die Gott nach uns hat, die wird einfach deutlich in diesen Geschichten, wie vom verlorenen Schaf. Kennt ihr, denke ich. Matthäus 18, Vers 11. Jesus ist gekommen, um Verlorene, ich finde Vermisste auch schön, Jesus ist gekommen, um Vermisste zu retten. Was meint ihr, wenn jemand 100 Schafe hat und eins von ihm sich verirrt, lässt er dann nicht die 99 auf der Bergweide zurück und macht sich auf den Weg, um das verirrte Schaf zu suchen? Und ich sage euch, wenn er es findet, freut er sich über das eine mehr als über die 99, die sich nicht verirrt haben. Genauso ist es bei eurem Vater im Himmel. Er will nicht, dass auch nur einer von diesen Geringen verloren geht. Oder die Geschichte vom verlorenen Sohn spiegelt auch diese Sehnsucht Gottes wider. Der Vater wartet Tage, Jahre lang, dass sein Sohn, der freiwillig weggegangen ist, von ihm wieder zurückkommt. Steht jeden Abend auf dem Berg und wartet und schaut. Und als er dann kommt, dann setzt er ihn wieder komplett ein in sein Recht, in seine Sachen und feiert ein berauschendes Fest. Und genau diese Sehnsucht hat Gott, der auch auf dem Berg steht und schaut nach den Menschen, die er vermisst, weil sie lieber eine andere Beziehung als mit ihm leben oder von ihm eigentlich nichts wissen wollen. Und diese Sehnsucht, die wird auch deutlich in ganz vielen anderen Geschichten von Menschen. Und ich bin mir sicher, wenn ihr hier in der Gemeinde mit jemandem ins Gespräch kommt, der euch darüber was erzählen kann, wir haben draußen ein Lightboard mit, ich weiß nicht, wie viele Birnen da jetzt schon drin sind, aber die leuchten, die Birnen. Das sind alles Birnen, wo Menschen gesagt haben, ich habe hier in der Gemeinde eine tiefe Beziehung zu Jesus gefunden und habe das festgemacht. Und ich glaube, das ist echt ein schönes Bild dafür, wie viele Menschen, wie groß die Sehnsucht ist. Und aus dieser Sehnsucht Gottes heraus zu seinen Kindern, zu seinen Menschen, hat Jesus eben nicht mit seinen Jüngern eine nette, schicke Kapelle gebaut, in der sie sich immer gemütlich getroffen haben, sondern aus dieser Sehnsucht raus ist Jesus weg von der Herrlichkeit, raus aus der Herrlichkeit auf dem Berg, runter vom Berg Richtung Jerusalem und hat sich dort am Kreuz für uns hingegeben. Und aus dieser Sehnsucht heraus bittet er uns auch, rauszugehen und die Vermissten in die Gemeinschaft zu Gott zu holen und sie dann in dieser Beziehung zu stärken. Gott vermisst noch so viele Menschen und deswegen baut er immer neue Gemeinden, die für andere existieren. Eberhard und Doris hatten ja eine Studienzeit und als sie dann im Leitungsteam uns ihren Bericht abgeliefert haben, hatten sie auch berichtet über die Gemeinden, die sie besucht haben und eine hat mich da ganz besonders fasziniert. Und die will ich euch kurz vorstellen. Und zwar geht es um das Dream Center in L.A. Vor über 20 Jahren war da ein junger Pastor
einer sterbenden kleinen Gemeinde. Und statt sich in seine Kirche zu verkriechen, ist er rausgegangen auf die Straße, hat an den Türen geklopft bei den Leuten in seinem Viertel und hat gefragt, hey, was kann ich für euch tun? Wo habt ihr Bedürfnisse? Wo kann ich euch helfen? Und dann hat er versucht, das umzusetzen. Wenn die Leute Rasen mähen wollten, dann hat er ihnen Rasen gemäht. Und wenn sie sagten, du, ich habe ein Problem mit Alkohol, dann hat er versucht, sich darum zu kümmern. Und diese Arbeit ist gewachsen immer mehr und seine Kirche ist gewachsen und ist wieder lebendig geworden. Und dann haben sie dieses kleine Krankenhaus erwerben können und das von innen renoviert. Und daraus ist dann das Dream Center entstanden. Und ich würde euch dazu ein kleines Video zeigen, weil ich es einfach faszinierend finde. Ich finde, die machen eine geniale Arbeit, oder? Und mich. Mich berührt es einfach, Entschuldigung. 115 Familien, die ihre Wohnung verloren haben, und es ist halt einfach in Amerika ein bisschen anders als in Deutschland. Wohnung weg, nichts Sozialamt, du stehst auf der Straße und musst auf dem Campingplatz übernachten mit deinen kleinen Kindern. 115 Familien konnten die aufnehmen und die durften dann 6 Monate im Krankenhaus mit, also im ehemaligen Krankenhaus mitleben und wurden dann aber unterstützt und stabilisiert, indem man ihnen beigebracht hat, wie geht ihr mit eurem Geld um, und wenn ihr keinen Schulabschluss habt, dann kriegt ihr diese Hochschulreife, dieses GED. 700 Pflegefamilien, Foster Care ist, glaube ich, Pflegefamilie, oder? Ja, okay, kein Amerikaner heute da. 700 Pflegefamilien wurden unterstützt, dass die ordentlich arbeiten können mit ihren Kindern. 5.000 Anmeldungen zu Jüngerschaftskursen. 4.500 Menschen werden monatlich durch dieses Adopter-Block unterstützt. Das ist ein coole Sache, die gehen einfach raus und sagen, okay, welches ist mein Straßenzug, mein Block, und eine Gruppe kümmert sich um diesen Straßenzug und fängt an, den nur sauber zu machen, nur den Dreck da wegzuräumen, aber klingelt auch bei den Leuten und wo braucht ihr Hilfe, wo können wir euch unterstützen? Und nicht nur einfach Unterstützung, ich mähe dir deinen Rasen, sondern wo können wir auch vielleicht für dich beten, wo können wir dir nahe sein? Und ich finde das total faszinierend. Fast 1 Million Familien werden mit dem Foodtruck-Ministry, die fahren dann raus, nicht so wie bei uns Foodtruck, dass man lecker isst, sondern der fährt raus und versorgt die Familien draußen. Über 1,5 Millionen Essen sind ausgegeben worden und die Gemeinde sagt, das machen wir für uns, wir behalten das mal schön für uns, tolle Arbeit, sondern gibt es weiter. Und in Amerika gibt es 109 Dream Center und in der ganzen Welt bereits 19 internationale. Und sie bilden Leiter aus. Und es ist für mich eine faszinierende Verbindung von diesen beiden Punkten, von der Nächstenliebe, seine Menschen rauszugehen und ihm bedingungslos zu helfen. Und auf der anderen Seite das im Blick zu haben, dass 99 nicht genug sind und jeder, der dort ist, praktisch reinkommt. Und sie sind offen für Menschen, die ihren Traum verloren haben. Und die können dort ihren Traum einer guten Beziehung, ein gutes Lebens wieder starten. Und das ist wirklich faszinierend. Zurück nach Deutschland. Zurück zu uns. Als wir auf der Suche nach einem neuen Grundstück, auf dieses Grundstück gestoßen sind, was Gott uns echt in einer genialen Weise hingelegt hat und die Möglichkeit gemacht hat, uns es wirklich günstig zu kaufen, haben wir auch gesagt, wir möchten gerne hier auch relevant sein für diesen Stadtteil und diesen Stadtteil im Blick haben und die Menschen hier im Blick haben. Auch vor dem Umzug haben wir über soziale Projekte nachgedacht und haben einiges verworfen. Durch die Größe des Grundstücks konnten wir da drüben wirklich dieses geniale Kinderhaus mit hinbauen. Das Jugendamt hat uns ermutigt, noch zu sagen, macht nicht eine Kita, macht einen Kindergarten noch mit raus. Und wir haben dann diesen Verein gegründet, Rückenwind, und sind schon nächstes Jahr im 5. Jahr, glaube ich.
mit dem Kinderhaus. Es läuft genial. Es ist eine geniale Arbeit, die alle Leute da drüben machen. Anja macht es super genial. Aber wir haben gesagt, mit dem Verein, wir wollen noch mehr machen. Wir unterstützen Flüchtlinge. Wir haben das zusammen mit der Gemeinde den Flüchtlingstreff ins Leben gerufen. Wir haben für aktuell 3 Parteien Wohnungen gemietet, wo Flüchtlinge unterkommen können, die wir an sie weitervermieten. Und wir haben endlich eine Werkstatt für mein Fahrrad. Und ich träume gern davon, wie das in 15 Jahren aussieht. Und natürlich bauen wir aber auch auf unserem Hafen. Wir bauen an unserem Hafen weiter, indem wir sagen, was ist wichtig? Wir brauchen Jüngerschaftskurse, wir haben einen genialen Alpha-Kurs. Wollen auch nicht nur rausgehen, sondern auch die Menschen eben stark machen und an dieser Vision arbeiten. Es läuft wirklich viel Gutes hier und es ist echt liebenswert. Und ich liebe meine Gemeinde für das, was Gott hier alles tut. Auch wenn das Dream Center cool ist, ich liebe meine Gemeinde. Und trotzdem träume ich davon, dass wir noch mehr machen können und noch mehr rausgehen. Wir haben jetzt viel, viel mehr Menschen um uns herum als Bäume momentan und die sind wirklich auch auf der Suche und wir können sie echt erreichen. Und vielleicht haben wir auch irgendwann mal so ein kleines Adopter-Block-Programm. Mal sehen, was sich da ergibt draus noch. Und ja, beim Nachdenken. Oder ich habe dann einfach gemerkt, dass mich sowas sehr fasziniert und ich davon völlig, mich berührt auch. Und ich habe da ein bisschen nachgedacht und habe gesehen, mich berührt es wesentlich mehr als Awakening Europe, solche Aktionen. Und habe überlegt, warum ist das vielleicht so bei mir? Und vielleicht liegt es daran, dass an meiner Biografie, wie ich angefangen habe, zu Jesus zu kommen oder wie ich mich dafür entschieden habe. Und vorher waren viele Leute, die mir versucht haben, Jesus anhand der Bibel zu erklären und nahe zu bringen und im Fitnessstudio mir Traktate in die Hand gedrückt haben und ich konnte irgendwie gar nichts damit anfangen. Aber erst als ich Menschen getroffen habe, die aus ihrer Überzeugung heraus authentisch ihren Glauben leben, war das für mich der Ansporn zu sagen, gut, ich will auch mein Ding mit Jesus machen. Und ich fand auch vom letzten Sonntag daher die Geschichte mit diesen 42 buddhistischen Mönchen klasse, die Eberhard erzählt hat, nachdem sie gesehen haben, wie Christen zu ihnen gekommen sind und ihnen im Erdbeben geholfen haben, sind die 62 von ihrem buddhistischen Glauben umgedreht und haben gesagt, sie wollen Christ werden. Und also buddhistische Mönche, ich glaube nicht, dass die eine spirituelle Sehnsucht hatten. Und ich glaube auch nicht, dass die auf der Suche nach Gott waren. Sondern ich glaube, die haben wirklich einfach dieses lebendige Christsein erlebt, wo Menschen sich ohne aufgeopfert haben und gesagt haben, wir kommen zu euch und helfen euch in eurem Erdbebengebiet. I love my church, weil sie für andere existiert. Als gesamte Kirche auch. Aus der Liebe heraus zu den Menschen ist Jesus gestorben. Und aus dieser Liebe heraus muss die Kirche und unsere Gemeinde hauptsächlich auch für andere existieren. Und ich wünsche mir, dass es noch ganz, ganz viele Menschen spüren dürfen, dass wir nicht nur uns im Blick haben, sondern die anderen. Und zwar nicht nur, wenn wir rausgehen und draußen unterwegs sind oder in den Projekten, sondern auch hier im Gottesdienst, an einem Sonntag, dass wir hier spüren können, wir sind auch nicht nur für uns ein toller Club, sondern für andere da. Und wenn du heute nur Menschen um dich rum hattest, die du kennst, dann setz dich vielleicht nächsten Sonntag mal woanders hin und lern neue Leute kennen. Amen. Als zentrale Idee möchte ich euch gern was mitgeben für die Woche. Oh. Liebst du deine Gemeinde, weil sie für andere existiert? Lasst euch durch den Kopf gehen. Kommt hier kurz hoch und ich würde dann noch gern mit euch beten. Ja, Jesus, du bist raus aus der Herrlichkeit gegangen. Du hast deinen Vater verlassen.
bist runter zu uns auf die Welt gekommen, auf die Erde, weil du eine tiefe Beziehung zu uns haben willst. Du bist für uns gestorben, um diese Beziehung zu Gott wieder möglich zu machen. Und dafür möchte ich dir einfach ehrlich danken. Vater, du liebst uns als Menschen, als deine Kinder so sehr, dass du wirklich deinen eigenen Sohn dafür hergegeben hast. Jesus, du hast so viel auf dich genommen dafür, für diese Chance, die wir haben können. Und wir können eigentlich außer Danke sagen, nichts anderes tun, als das auch weitergeben. Diese Liebe, diese Gottesliebe weitergeben draußen an die Menschen. Entweder indem wir ihnen einfach nur was Gutes tun, was Nettes tun oder sich reinholen und in deine Herrlichkeit bringen, zu dir bringen. Und Vater, ich bitte dich, dass wir das im Blick haben, dass wir uns nicht um uns selber drehen. Es ist immer so viel und es ist so viel zu tun und es gibt so viele Sachen, die uns auch persönlich berühren und belasten. Und es gibt auch Zeiten, wo wir dich brauchen, wirklich als Ruhepol oder die Gemeinde brauchen. Aber lass uns die anderen Menschen draußen nicht vergessen, indem wir uns nur um uns selber drehen. Und Vater, ich danke dir dafür, dass wir schon Möglichkeiten haben, schon Dinge tun und dass du uns noch viel, viel mehr tun lässt. Ja. Und ich danke dir dafür, dass es nie leer zurückkommt, wenn man sich echt für dich einsetzt und für andere Menschen, für deine. Ja, Heiliger Geist, gib uns du weise Entscheidungen, was für uns dran ist, wo wir hingehen. Heiliger Geist, gib uns diese kräftige Liebe zu den Menschen raus und ja, schenk uns einfach deine Liebe, Jesus. Lass uns noch zusammen alles, was uns sonst noch bewegt, einfach in das Gebet legen, was Jesus uns gelehrt hat.